Hups. Yes. Na. Hey, da ist nochmal Gold gegeben. Läuft. Hups. So. Letzte Sieger. Letzte Inschrift. Die Worte sind gesprochen. Und das Siegel ist gebrochen. Du kannst den Opfertempel betreten. Hm. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass wir die Opfer sind? Oh, Schluss damit! Sarah ist cool, okay? Ha! Sie trägt viel zu dick auf. Man kann die Handlung schon aus einem Kilometer Abstand sehen. Du nicht? Sogar nach dem Ertrinken führten meine Schwestern weiterhin gottlose Rituale aus. Mhm. Ich habe ihre Riten beobachtet und kenne sie gut. Wir müssen ein Feuer entzünden. Okay. Wieso ist hier eine Feuerstelle in einem Unterwassertempel? Na, weil... Überraschungsangriff! Ach, sie heißen ist noch irgendwo ein M? Ah, hier. Ich kann es kaum abwarten, irgendwas zu zaubern. Da sind es noch M's. Ich war gerade. Oh, das sind die wunden Speermeiden jetzt wieder. Keine M's. Ich schmecke ab, was in der Luft. Nicht schaffen. Schon büßen, Warmblut. Überlebe den Hinterhalt. Okay. Bam! Dies ist kein gewöhnliches Feuer. Wir brauchen eine magische Feuermakrele, einen feurigen Fisch, dessen Flammen auch unter Wasser brennen. Okay, aber alle Fische sind gestorben, als wir den Ozean gesprengt haben. Na schön! Ihr findet eine in einer Truhe direkt vor euch! Oh, ich fühle es so eben. Da komme ich natürlich nirgendwo hoch. Nope. Ich kann hier nicht seitlich irgendwas no-clippen. Ich muss hier durch. Magische Feuermakrele. Nimm mich Hügel, aber es brennt. Unter Wasser. Das ist ein ziemlich toter Fisch. Kann er trotzdem ein Feuer entzünden? Wow, Valentine, ich wusste gar nicht, dass wir einen Fischprofi unter uns haben. Das ist ein magischer Fisch und er trägt noch kiloweise magisches Feuer in sich, okay? Kiloweise Feuer, ah ja. Magische Feuermakrele platzieren. Grüß Gott, Makreladen. Okay, wir können jetzt hier hoch. Was bringt es uns, hier hoch zu können? Effektiv? Nichts. Weil wir hier nicht durchkommen. Wenn ich durchkommen möchte. Weil wenn ich hier durch könnte, könnte ich dann auch darüber auf diese Pilze, wo bestimmt noch ein Würfel ist. Aber egal. Dann gehen wir zur anderen Seite rüber. So, was ist hier? Hier ist auch nochmal ein Tor. Führt dieses Tor irgendwo hin? Ja, tut es. Das kann ich auch nicht mehr. Ah, da ist ein Würfel. Haha. 15 oder 5. Wird das die erste Map werden, auf der ich alle Würfel finde? Müll, okay. Okay, wir müssen die magische Feuermakrele platzieren. Jawohl. Aber Intel schaut doch eben richtig stabil aus. Vorher ist ein eisiger Plomb. Erstmal wieder einmal umschauen. Schau mal, da ist eine Kiste. Ja, geil. 3-1, nee. 3000 Gefährten. Gefährtenzauber. Ja, schade. Also muss ich da mal den perfekten Ring finden für mich. Das
Aber wenn, muss ich ja auf Max Level auch erst finden. Das wäre jetzt halt schon absolut fail. So. Ich muss die vorher mal platzieren, das heißt, ich darf noch nicht hier runterspringen. Ach, warte mal. Lol, wir sind jetzt wieder hier. Da vorne ist jetzt wieder eine Mission aufgetaucht. Okay. Perfekt. Beenden wir nun die Opfergabe. Claro. Wie viel Blut wird dafür benötigt? Der Fisch selbst ist das Opfer. Ah ja. Oh. Oh. Okay. Das macht Feuerschaden. Feuergeist. Der Tempel hat das Opfer akzeptiert. Folge dem Licht. Es führt dich zum letzten Schritt des Wegs hindurch. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Seht ihr? Sie wollte euch nie opfern. Sie ist cool. Ich weiß nicht. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haare. Entschuldigung, wie war das? Haube. Ich meinte... Haube. Und das ist sicher das Wort, das du verwenden wolltest? Wolltest du sicher nicht das andere Haarwort sagen? Wir haben immer noch Zeit für eine spontane Selbstentzündung. Nein, das war eine ganz normale Redewendung, wie sie jeder kennt. Unter die Haube gehen. Ganz normal. Ja, ganz normal. Warte mal. Magisches Magazin! Sniper nehme ich da. Die Blutflut steigt! So, der eisige Blob ist sicherlich weg. Wusstest du, dass du dem Untergang geweiht warst. Als ob ihr hier hochkommt, so knisternder Blob, jetzt bist du aber auch weg. Fuck, ich werd belagert. Wieso? Ach lol, und jetzt kann ich hier den Jumper auch für nach oben benutzen. Zum Beispiel um diese Korallen zu zerlegen. Diese Hände sind bereit für magisches Feuerwerk. Ja, solange du kannst, du wirst keine weitere Chance bekommen. Brauche mehr Magie. Kugeln ohne Ende. So. So, Kohlefresser, bist du auch da? Jetzt. Oh. Nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit. Nehmen wir mit. Nope. Nee, Kraftschlossgift. Nee. Nee. Was liegt hier vorher noch rum? Ist auch nochmal Skin. Oh ja, nehmen wir mit. Hier muss ich dem Ding folgen, aber jetzt habe ich hier die Quest. Diplomatische Beziehungen. Honigsüße Worte können aufgewühlte Seelen beruhigen. Hilf Claptrap, die Macht des Bequatschens einzusetzen, um eine friedliche... Oh mein Gott, wir müssen sowas von kämpfen. Tief in den Eingeweiden des Abgrunds. Eingeweide. Findet ihr einen gewissen Archäologen in Not, der Hilfe benötigt? Ich sprich mit Kimble! Jo, jetzt müssen wir wieder hier rüber. Und das Licht führt uns definitiv nah runter, weil ich kann jetzt halt hier dem Licht nochmal... Sein Schicksal liegt jetzt in dunkleren Händen. Das Licht will weiter davor. Und davor ist halt hier das Schiff, ja. Das heißt, wir gehen jetzt zu Kimble. Jetzt müssen wir dahinter, natürlich. Warum konnte die Mission nicht von Anfang an angezeigt werden? Hier ist mal ein Sandfresser. Minimal vernichtet. Wow, shit, giftiger Klump. Jetzt geht's rund. Mein arkanes Arsenal ist aufgebraucht. Bin wieder dabei. Oh
Oh, schön, ein Crit tut es komplett auf beide Stacks resetten. Das ist geil. Ah, natürlich war da am Boden noch was. 3000. Nein, 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 nein. Das nehme ich mit. Nein, 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 nein. Okay. Auf zu Kimbel. Das sind ja natürlich überall Gegner. Wenn ich jetzt voll gesteckt bin, mache ich halt so viel Damage mit meinen Abilities, dass ich alles einfach vernichte. Ich habe wieder Saft! 4K nehme ich mit. Au, 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 au. Was? Wieso? Woher? Egal, ich muss zu Kimbel. Wo ist Kimbel? Davor. Na! Ja! Was auch immer das eben war, was mich da so mal gehittet hat. Ich habe nichts im Ärmel! Kimbel! Hallo auch! Ich komme gleich zur Sache, okay? Mein Team und ich wollten diese alten Glyphen studieren. Ja. Aber die Gebundenen haben uns angegriffen und jetzt bin nur noch ich übrig. Okay. Vielleicht kannst du dich um sie, kümmern? Ah ja. Zum Beispiel jetzt gleich. Eruptor! Ich spüre die Angst in dir. Ich kann nicht mehr zaubern! Was ist das? Skin, Skin. Ich finde es nicht gemein, dass ihr da oben seid. Bam! Headshot. Au. Nein, ich hab daneben geschossen. Ich hab den letzten nicht getroffen. Fuck. Weil ich zielen wollte am Anfang. Oh Mist. Die letzte, weil die da oben rumeiert. Hey, ich hab fast wieder 1 Million. Willkommen zurück auf der Party. Okay, jetzt starte ich. Warte mal. Opfer? Nee, oder? Oh nee, echt jetzt? Ich muss... Oh, wieso? Wieso? Oh Mann, lass mir den kompletten Weg nochmal laufen. Lalalalalala, mal mehr 8 Stacks halten. Sieh genau her, ich hab nachgeladen. Ah, aber jetzt geh ich hier rum, genau, und das ist der kürzere Weg, oder? Ja, jetzt komm ich hier runter, da war ich schon mal. Elitenplumps. Ja, da ist auch kein Fliegeviech mehr. Lehrlinge wurden den Angriff ab. Elementarexplosion! So, du da oben, komm, zeig dich.
Bam, das war's, weißt? Das war's. Schon bitter. Gut gemacht. Aber das war nur ein Überfallkommando. Du musst sie alle töten, damit wir sicher sind. Boah, echt jetzt? Ich habe das im Griff. Wir müssen nicht auf Gefallen zurückgreifen. Die mächtigste Waffe von allen ist Diplomatie. Ich wirklich gegen fünf Badasses gleichzeitig kämpfen. Die mächtigste Waffe ist der Seelenschinder. Schinder der Seelen. Diplomatie ist nicht einmal in den Top Ten. Aber ich habe einen neuen Zauber gelernt. Personifizieren. Damit kann ich die magische Essenz aus etwas in der Nähe absorbieren, um meine Stimme zu verändern. Warte, Claptrap ist nicht einmal dabei. Ja, wie soll der hier helfen? Nur eine Sekunde. Ich habe außerdem den Blitzbart-Zauber gelernt. Wer braucht schon Räder, wenn man noch 15 Zauberslots im Tank hat? Ah ja, 15 Zauberslots. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kennst du die magische Rakete? Zeig mich das. Diese Rakete ist randvoll mit magischer Essenz, um meine Stimme noch erstaunlicher zu machen. Viel Spaß dabei, mit deinen Beinen mitzuhalten. Okay. Ich kenne die Rakete. Magic Missile. Ich brauche deine Hilfe. Damit der Zauberspruch funktioniert, na gut, wenn es unbedingt sein muss. Es funktioniert. Meine Stimme, sie verändert sich. Ich bin eine böse, maskuline Verhandlungsmaschine. Aufgepasst, Rekrut. Mach dich bereit. Drücke aus. Wir müssen diese Stimme im Feld testen. Ich habe in der Nähe ein paar der wunden Ziele zum Beschwichtigen gesehen. Ah, ja. Gib mich das, bevor ich mein Motorrad so weit in deine Auspufföffnung schiebe, dass du schmierfest pumpst. Okay. Alles klar, Claptrap. Fragt ihr euch auch manchmal, wie es wäre, Beine zu haben? Was? Nein, niemals. Die sehen doch so lächerlich aus. Ja, was für eine dumme Frage. Wer würde so etwas wollen? Natürlich, eine dumme Frage. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich höre denen gerne zu. Obwohl... ja, es wäre schön, wenn man springen könnte. Nicht wahr? Das habe ich mir auch gedacht. Oh, treten. Wenn ich Beine hätte, würde ich alles in Sichtweite treten. Und würde ich nicht mehr vom Treten abhalten. So cool. Schwänze sind natürlich besser. Natürlich, natürlich. Mhm. Ja, niemand sagt das. Beine besser wären. Ich denke, selbst die Glatthäutigen würden da zustimmen. Die hat Haut gesagt, spontane Selbstentzündung, bitte. Sagen wir, man wäre verflucht oder sowas. Ja, also wenn ich verflucht wäre und Beine hätte, wäre es vielleicht nicht das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Das ist alles, was ich sagen will. Was haltet ihr Mädels denn so von Flossen? Boah, wie lange gehen die Diskussion? Das, wie ein Bild? Das Gespräch? Also, das ist wirklich blöd. Ja, du hättest bei der Sache mit den Beinen aufhören sollen. Was? Schwimmt ihr denn nicht gerne? Im Schwanz kann man ja auch schwimmen. Hör auf damit. Wir haben Schwänze. Wir gleiten. Binde dich damit ab. Ich weiß, aber es macht Spaß, dich sowas zu fragen. Du machst mir Kopfschmerzen. Okay, okay. Ich stehe still und schweige. Gut. Obwohl, kann man ohne Beine wirklich stehen? Wenn man darüber nachdenkt, liegen wir. Nur mit aufrechter Brust. Ruhe! Ruhe! Okay. Meine Güte. Wir liegen mit aufrechter Brust. Ja? Okay. Schöne Diskussion. Jetzt ist deine Chance, Kleiner. Hört zu, ihr Mann! Ich bin nicht hergekommen, um leere Drohungen auszusprechen oder euch in den Arsch zu kriechen. Ich bin auf einer Mission, einer Friedensmission. Stellt sofort alle Feindseligkeiten ein und ihr werdet ihr Leben rauskriechen. Aber wenn ihr mich legt, schwöre ich bei meinen Schaltkreisen, dass ich eure Schuppen über diesem herrlichen Meeresgrund verstreuen werde. Genau du. Verhandlungen gescheitert, Sekund! Verhandlungen, ich diese nicht weiter!
Mich hält nichts auf! Du hättest mehr mitbringen sollen! Und nicht wieder vor uns! Es war grausam von Ihnen, dich zu mir zu schicken. Du, meine Zauberslast! Du hast doch nicht etwa gedacht, dass ich keine Munition mehr hätte, oder? Ach, da oben ist noch eine Priesterin. Ah, fuck, ich komme hier nicht hoch. Ah, schön, sie ist zu mir gekommen. Das war die traurigste mächtige Verhandlung, die ich je gesehen habe. Naja. Da fliegt mir doch das Blech weg. Der Zauber ist verflogen. Na gut, versuchen wir es mit einer anderen Stimme. Triff mich an jedem Feld voll friedlicher Blumen. Ein Feld Vielleicht voll ist es an der Zeit, Blumen. Deine Strategie zu überdenken? Ach, ich habe genug gehört. Der erste Schritt zu einer erfolgreichen Verhandlung ist eine positive Einstellung. Sei du eine schwarze Sissi. Und jetzt suchen wir uns ein paar Fürsten für die Nieten. Ah ja. Na, Kleppi. Kleppi, Treppi. Ja, die sind perfekt. Während ich das Ritual durchführe, tänzelst du frohlockend um die Blumen herum. Ich bin nicht besonders gut im Frohlocken. Ist ja, ich spüre die Kraft der Blumen, die durch meine Kondensatoren ziehen. Ich bin im Einklang mit dem Blumengesang des Kosmos. Jawohl, Flower Power. Ich habe ein paar gefundenen Brüder und Schwestern zum Chillen gesehen. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Servus, Paula. Oh. Ja! Na, was geht? Ich führe ihm Verhandlungen.